null Charakter, Assi. Ein Arschloch, Verhalten von dem Typ geht gar nicht. Einfach nur das allerletzte der Kerl. Wir hatten zwei Bälle vor uns liegen, auf dem einen stand Risiko, auf dem anderen Sicherheit. Wir haben nicht gesehen, was der andere für eine Wahl trifft. Hätten wir beide Risiko genommen, hätte keiner was bekommen. Nimmt einer Risiko und der andere Sicherheit, bekommt der mit Risiko die vollen 8.000 Euro. Nehmen beide Sicherheit, dann bekommt jeder 2.000 Euro. Das ist der Poker. Julia und ich haben uns dann abgesprochen und haben gesagt, komm, wir nehmen beide Sicherheit, dann hast du 2.000 Euro, ich habe 2.000 Euro, wir fahren beide mit mehr nach Hause. Ich habe sie dann so ein bisschen angeflunkert, habe gesagt, ja, ich nehme auch Sicherheit, machen wir so, dann ist alles gut. Meine Damen und Herren, ja. Zweite Variante ist der Fall, Marvin hat Risiko und damit das ganze Geld. Scheiße. Hab dann aber tatsächlich die Risikovariante gewählt. Sie hat wirklich Sicherheit gewählt. Und das war dann das Thema, was für große Aufregung gesorgt hat. Wie entsetzt die sind, gell? Sag mal. Der Titel, der ist natürlich nicht so schön. Auf der einen Seite muss ich sagen, ich bin nicht selber schuld. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch bei mir ein gewisses Unverständnis dafür da, wie man so übertrieben auf eine Gameshow reagieren kann. Ich habe gedacht, es ist ja ein Spiel und ein Spiel spielt man eben. An die 4000 Kommentare innerhalb von einer Stunde. Bastard, Hurensohn, Arschloch, also alles, was man sich vorstellen kann. Da waren auch Leute dabei, die geschrieben haben, Mensch, ich war den ganzen Tag schlecht drauf, und dann gucke ich mir die Sendung an und sehe deine Aktion und jetzt feiere ich dich nur noch, gell. Wenn ich durch die Stadt gehe, habe ich auch nur positive Reaktionen gehabt jetzt die letzten Tage. Da war niemand dabei, der mich öffentlich beschimpft hat oder mir Schläge angedroht hat. Alles gut. Bereuen tue ich meine Entscheidung jetzt nicht. Also, was ich anders machen hätte können, hätte ein bisschen ruhiger pokern können, hätte nicht immer einen draufsetzen müssen, tausendmal zu ihr sagen müssen, ja, ganz ehrlich, wir nehmen Sicherheit, ganz ehrlich. Das hätte ich auch ein bisschen stiller machen können. Wir haben Kontakt. Also nach dem Finale, klar, da war es ein bisschen entgeistert, hat die Fassung vielleicht so ein bisschen verloren. Wir sind dann aber hinter der Bühne verschwunden, haben dann auch nochmal Nummern ausgetauscht, um dann einfach auch nach der Sendung nochmal drüber reden zu können. Über viele Zeitungen, über Internet gab es ja ein riesiges Echo und ProSieben will das natürlich noch weiter verwerten. Ich bin jetzt vielleicht auch eher der Meinung, jetzt erst recht.